1994, wenn ich richtig erinnere, bin ich in die ICA eingetreten. Das ist die International Clarinet Association. Und die machen jedes Jahr einen großen Klarinettenkongress, weil die meisten Mitglieder in den USA leben, immer zwei Jahre in den USA und ein Jahr dann in einem anderen Land. Und in 1994 war ich dann in Chicago auf dem Kongress und da habe ich zum ersten Mal Klarinettenchor, wie das genannt wird, das ist eigentlich ein großes Klarinettenensemble, aber man nennt es Klarinettenchor, richtig erlebt, gehört. Ich wusste zwar, dass es das gibt, aber habe es nie so bewusst wahrgenommen. Bei diesen Klarinettenkongressen gibt es immer einen sogenannten Festival Choir, wo man sich also anmeldet und dann während des Kongresses dort täglich probt und ein Abschlusskonzert gibt. Da habe ich ein Stück gehört für 9B-Klarinetten, das hat mir total gut gefallen. Und in diesen beiden Jahren eigentlich, also 94 und 98, wo ich das so erlebt hatte, in diesen beiden Jahren jeweils habe ich dann mit meinen Schülern so ein Klarinettenensemble im Schülervorspiel gemacht. Es ist ja heute mehr eine Durchspielprobe, das heißt, es wird nicht richtig hart gearbeitet, das fängt dann erst in zwei Wochen an. Das sollte mehr so eine Orientierung sein, dass man weiß, wie man sich einzusortieren hat und wo die Schwierigkeiten liegen. Natürlich kann es sein, dass schon an der einen oder anderen Stelle trotzdem schon mal ein bisschen nachhaken, wenn es ganz arg kleckert. Und ich habe mir gedacht, wir versuchen einfach erstmal direkt in der Reihenfolge von dem Programm vorzugehen, damit ihr auch wisst, was auf euch zukommt. Okay, und vielleicht stimmen wir gerade erst einmal kurz durch. Ja, ich finde es toll, als ich das erste Mal bei den Clarifonics mitgespielt habe, war ich beeindruckt darüber, dass wir zum Teil Orchesterstücke gespielt haben und das mit den Klarinetten hinbekommen haben. Sprich, dass wir mit den verschiedenen Klarinetten echt so einen Satz hinbekommen haben, von ganz hoch bis tief, und das ist einfach die Bandbreite erfüllt hat. Das war einfach irgendwie für mich das erste Mal der Wahnsinn, dass Klarinetten so toll klingen können und sich wie ein großes Orchester eigentlich anhört. Bassklarinette 1 und 2. Bassklarinette 1, das ist Stefan und Justus. Ne? Wie bitte? Ja. Genau. Ihr ersetzt im Grunde genommen in dieser ganzen Geschichte das Schlagzeug. Wenn man so will. Das heißt, eure Stimme ist sehr wichtig. Und die Altklarinette Bassetthorn auch mit dieser Trinder-Geschichte. Und ihr habt dann nachher auch diese diese achte Bewegung. Das ist genau die gleiche Geschichte. Ne? Das ist also sehr wichtig. So, dann haben wir die Bassklarinette 1, 2. Bassklarinette 2, bei euch stehen zwei ganze Noten mit Haltebogen und einem Decrescendo im zweiten Takt. Das heißt, das soll im Grunde genommen angerissen werden. Ding, weg, ding, neu anreißen. Das hat die vierte Klarinette auch, glaube ich. Ne? Oder fünfte, was ist das? Vierte. Können wir einmal haben, nur mal die Kontrabassklarinette und die Bassklarinette 2 und die vierte Klarinette. Ja, nur mal die ersten vier Takte. Eins, zwei, eins, zwei, drei. So, vielleicht könnt ihr ein bisschen
bisschen stärker spielen, die Bassanette 2 und 4 und dann das Zurückgehen ist okay, ne? Aber ein kleines bisschen mehr. Und dann brauche ich von den Kontra, brauche ich dann natürlich sehr deutlich dagegen. Ding! Ding! Okay, 1, 2, 1, 2. Wer kennt denn die Serie? Cliff. Ist das das mit den Braun? McLean. Cliff McLean. So das mit den Brautabletten und so, gell? Ja, genau. Das. Ne? Der Cliff McLean, ne? Der und seine Mannschaft, das sind so richtige Revolutionen. Ne? Die machen so ein bisschen, was sie wollen, gegen alle Vorgaben, die gegeben werden, so von der Obrigkeit. Ja? Und die sind sehr selbstbewusst. Die sind sehr selbstbewusst. Wir sind die coolsten. Sie werden auch deshalb strafbar, deshalb als Traumpatrouille, weil eigentlich sind sie bei den sogenannten schnellen Raumkreuzern. Und dann müssen sie, ich glaube, 3 Jahre Dienst schieben und Funksatelliten austauschen und so ein Kram. Ne? Was sie natürlich nicht tun, ist ja klar. Sonst wäre es keine Fernsehserie. Ne? Okay, also ihr müsst sehr selbstbewusst sein. Auch wenn ihr jetzt nicht so viele seid, aber die Chore im Moment fehlt. Trotzdem, es braucht alles von euch. Ne? Wir haben ja hier schon im Raum Fulda viele Orchester mit guten Leuten, aber letztendlich ist es doch von der Literaturauswahl relativ vergleichbar, meistens Blasorchester. Wenn wir hier uns an klassische Musik ranwagen, dann ist das sicherlich eine Bereicherung für uns als Einzelmusiker, aber auch für die ganze Region, dass wir haben ja nicht so oft die Gelegenheit, in einem Sinfonieorchester zu spielen, weil es das einfach nicht so oft gibt hier im Landkreis. Ja? Es gibt nur ganz wenige und dann werden auch nur 2-3 Klarinetten gebraucht. Insofern haben wir jetzt hier die Möglichkeit, in einer größeren Gruppe Erfahrungen im klassischen Musizieren zu sammeln. Und das mit dem Klangkörper, der sicherlich für alle ein ganz neues Erlebnis ist. Ja. Abwechslung, wahrscheinlich das ausmacht, dass wir halt zum Teil die klassischen Sachen, aber auch mal was ganz anderes ausprobieren und wir experimentieren ja damit. Man kann ja vorher noch gar nicht, ich glaube, der Bruce kann vorher auch noch gar nicht sagen, wie wir uns letztlich anhören, aber dadurch, dass wir halt so viel daran arbeiten und der Bruce auch viele Experimente mit uns macht, entsteht das Ende am Schluss eigentlich letztendlich erst, ohne vorher das Ziel schon zu kennen. Ja, das ist ja das Überraschende, ja, dass wir uns hier an Sachen ranwagen. Also gerade in diesem Wochenende jetzt, wir heben ja förmlich ab mit unserem Raumschiff. Ja.